Tragen von gesichtsverhüllenden Masken ein von der gesellschaftlichen Norm abweichendes Verhalten beeinflusst. Anders ausgedrückt, ob die Gesichtsverhüllung manipuliert, wie linientreu Menschen sich benehmen, also dadurch ihr Denken und Handeln kausal verändert wird. Tatsächlich reduziert dieser Untersuchung nach das Maskentragen normabweichende Absichten und normabweichendes Verhalten. Unter anderem, weil Masken in China als ein Symbol für Moral gelten und das Tragen die moralische Achtsamkeit erhöht und dadurch die Neigung zu abweichendem Benehmen verringert. Durch sogenanntes Nudging, also Denkanstöße, als ein Begriff der Verhaltensökonomik, wird der Versuch gemacht, überwiegend durch staatliche psychologische Manipulation, Menschen dazu zu bringen, sich anders zu verhalten, als sie dies normalerweise tun würden. Dementsprechend tragen Menschen in kollektivistischen Gesellschaften eher Masken als jene in individualistischen Gesellschaften. So setzen Regierungen gerade in globalen Krisen auf Kollektivismus, um letztlich Individualität und Freiheit abzuschaffen. Und natürlich, um das Verhalten der kollektivierten Menschen in ihrem Sinne zu manipulieren. Genau da schließt sich der Kreis wieder bei der Maskenpflicht, die scheinbar normabweichende gesellschaftliche Handlungsweisen beeinflusst und linientreue Regierungssoldaten schafft. Ihnen dann auch noch vorgegaukelt wird, bessere Bürger mit erhöhter moralischer Achtsamkeit zu sein. Also scheinbar wird ja nicht nur an den Kleber Nein zum Impfzwang geklätselt, sondern seit Neuestem auch schon an den großen, wesentlich teureren und offiziell aufgestellten, mit Steuergeld finanzierten Corona-Wahlplakaten. Da haben wir nämlich so eins. Da hat echt einer ein bisschen geklätselt. Was da wieder an meinem Steuergeld drauf geht. Ein Skandal! Dafür hätten wir wieder so ein ferngesteuertes Mutterbotterl mit Flüssiggas kaufen können. Wenn er es wenigstens fertig gemacht hätte. Oh. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Ja, ist ja so. Unten steht dann immer so ganz Käse im Eck, finanziert mit Mitteln der allgemeine Kampagne oder so, wie wenn man denkt, er scheint noch rein auf das Steuergeld. Ja, schau, als unser wieder ins Amt gehiefter, von einem Drittel der Bevölkerung bestätigter oberster Mann im Staat, ob schon gewackelt hat zu Life is Life, während der Arbeitsminister denselbigen von der Edstadler fotografiert hat, alle ohne Masken, alle ohne Abstand, Alkohol geschwängert beim ORF, gehört Alkohol übrigens dazu. War es ja auch eine unaufschiebbare berufliche Zusammenkunft und somit völlig in Ordnung, dass die da außerhalb des Rechts als die restliche Bevölkerung, sprich die Untertanen, im Lockdown saufen und feiern dürfen. Genauso wie der Bundespräsident, der im Lockdown ja essen war, weil es ist beruflich unaufschiebbar gewesen. Genau. Aber wahrscheinlich hat er die Werbung gebraucht, dass er bei der Wahl jetzt wieder gehört. Ja, und wie gesagt, der Kurz war ohne Maske, ich meine, das verstehe ich, zu viel Maske hätte ich ordnen, weil du weiter auf ihre Zunge, war ohne Maske im kleinen Walsertal.
bei sämtlichen Wiener Wahlen, auch jetzt beim Van der Bellen, da hängen sie sich ohne Abstand ab, busseln in die Ohren, da braucht keiner eine Maske. Ja? Außer dann fürs Foto. Ja? Es ist ja alles eine Heuchelei in dem Land. Aber die Frage ist, ob nicht bei der nächsten Corona-Welle oder bei der Epidemie, dass dann die Anordnung von der Regierung kommt, dass sie die Menschen einen Plastiksackerl über den Kopf ziehen. Das lernst du wahrscheinlich im Kindergarten. Das geht schneller als wie bei der Impfung, dass man hat. Vielleicht muss man dann mal drauf, wenn es ohnmächtig werden, dass das vielleicht nicht so schlecht wird, dass man gut atmen soll. Naja, aber das Schöne ist, ich muss ja sagen, ich bin ja sehr dankbar für die Masken. Nicht, weil die Hygiene Austria noch vor dem ersten Lockdown gegründet wurde, wo es geheißen hat, wir werden hier eine Maskenpflicht haben. Und weil sie unsere korrupte Regierung, es gilt natürlich noch 2,5 Jahre immer noch die Unschuldsvermutung, da mitverdient hat, sondern weil man an der Maske wirklich den Ist-Zustand der Bevölkerung erkennt. Als sie verordnet waren, haben ja alle geguscht, oder fast alle geguscht und sie getragen. Als sie nicht mehr verordnet waren, haben sie plötzlich fast alle abgenommen. Und die paar, die jetzt noch mit Maske rumlaufen, das sind die, die wirklich Angst haben. Alle anderen sind die Schnittmenge, die geheuchelt haben und so getan haben, weil sie sich ja fürchten, ihre eigene Courage zu leben. Genau. Die, was jetzt noch mit der Maske herumlaufen, obwohl noch gar nicht der Öfte ist, also es ist noch gar nicht Fasching, die bringen ja eigentlich damit zum Ausdruck, dass sie hundertprozentig unterwürfig sind. Vermutlich sind sie sogar Maskenfetischisten. Na, ich gehe einfach davon aus, dass sich der eine oder andere Österreicher die Mundhygiene nicht mehr leisten kann und die Maske jetzt bei der Teuerung ein billigeres Mittel ist, die schlechten Zähne zu verstecken, beziehungsweise manch einer hat dann eine Ausrede, weil er sagt, das Hirn ist ein Sauerstoff unterversorgt, der ist gar nicht so deppert, das ist die Maske. Ja, ein paar tragen es, wie gesagt, weil sie sich wirklich fürchten, sei es wie es sei. Hä? Ein paar wenige tragen es. In der kanadischen, weiß ich nicht, wie man das dort nennt, Kanton, Bundesland. Alberta, oder? Genau, Alberta hat sich inzwischen die dortig vorstehende Politikerin bei den Ungeimpften entschuldigt und hat auch in Erwägung gezogen, was zu prüfen, wie man die ordnungsgemäß entschädigen kann. Der oberste Gerichtshof in New York hat dasselbe getan. Aber die Hauptsache, wir haben bei uns einen fettfressenden Ludwig, der einzig und allein in Wien noch eine Pandemie auferlegt hat. Ist der Ludwig da gewesen, der mit der Wiener geht, der Wiener Elektrik oder Strom? Genau, mit der Wiener Energie. Aber die ist ja gar nicht insolvent, die braucht halt nur Geld. Also, übrigens ist mir jetzt sowas aufgefallen, durch die Masken, weil du atmest, wenn du die Masken hast, atmest du ja CO2 ein. Ja. Du sollst ja aber Sauerstoff und Luft einatmen. Ja. Kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen auch was mit den Klimaaktivisten zu tun hat? Weil die wollen ja CO2 reduzieren. Du. Die Menschen mehr oder weniger ihr eigenes CO2. Müssen wir wegfüttern, oder? Ich bin mir ja nicht sicher, ob sich einer, wenn er sich auf die Fahrbahn klebt und damit einen kilometerlangen Rückstau produziert, wirklich was gegen den CO2-Ausstoß tut. Naja, der geht ja davon aus, wenn er sich anlebt, dass jedes Auto im Stau ein Elektroauto ist. Das sind die Elektroautos, die versuchen den Strom wegnehmen, nämlich für ein Blackout. Also ich wollte gerade sagen, das mit dem Elektroauto ist ja auch toll, weil nachdem wir ja jetzt eine gewaltige Teuerung haben, ist ja der Strom nicht mehr einfach nur aus der Steckdose, sondern auch teuer. Und der eine oder andere hinterfragt ja schon, wo der herkommt. Ich meine, alle lieben Seher vom Roman werden natürlich wissen, der kommt wie alles aus der Ukraine. Also Butter, Milch, Strom, Mozartkugeln, kommt alles aus der Ukraine. Also eigentlich muss also ihr dürft euch ruhig weiter auf der Straße anpicken. Genau. Es ist alles gut, es ist alles schön. Ganz wichtig möchte ich an dieser Stelle auch noch bemerken, ist natürlich, nachdem es ja jetzt noch dieses Problem mit dieser kulturellen Aneignung gibt, dass ich ja persönlich nicht verstehe, warum überall, also da auf der Mirabel-Garage, beim Fürst, beim Bolero, auf der Salvador-Apotheke, immer noch mit römischen Lettern geschrieben wird und wir immer noch arabische Zahlen verwenden. Ich finde, das ist irgendwie politisch nicht korrekt, weil das ist ein bisschen kulturelle Aneignung. Ich hätte gesagt, wir verbrennen einfach alle Bücher, die jetzt nicht, weiß ich nicht, in germanischen Runen oder so geschrieben ist, weil alles andere war halt nicht unser Kulturkreis. Dann müsste man aber wieder sagen, Bücher verbrennen haben wir eh schon gehabt, außerdem genau. Bücher kosten wieder da Zellulose und da sterben Bäume. Wir konnten uns wärmen im Winter, wenn wir die verwurzen. Schaffen wir Bücher gleich ab, also verbrennen wir die wir haben, das gibt ein bisschen Energie und Wärme. Und wenn wir dann keine Bücher mehr haben, machen wir das, was wir
unserem Kulturstatus entsprechend braucht. Wir setzen uns in die Höhle und malen mit Bärendreck Büdel an die Wand. Ah nein, auch falsch, weil wir haben ja Bruno den Problembären erschossen. Das heißt, wir schmieren einfach unsere eigene Kacke an die Höhlenwand. Dann sind wir nämlich ohne kulturelle Aneignung da, wo wir hingehören. So machen das die Affen. Ja, das erinnert mich dann an Madagaskar und mit Pupu werfen, ja, ja. Ich war jetzt gerade in einem Gasthaus und der hat jetzt gesagt, er wird gar keine Weihnachtsgänse mehr verkaufen, weil die sind im Einkauf schon so teuer. Er wird jetzt nicht 14 Tage die ganzen Weihnachtsgänse selber aufessen müssen, die Martini-Gänse. Also Weihnachtsgans, Martini-Gans schaut heuer gar nicht gut aus. Ich gehe ja davon aus, dass ganz viele Firmen eine etwas reduzierte Weihnachtsfeier abhalten werden. Das ist auch noch nicht richtig, ja. Wenn ich heutzutage sage, dass wir schon Firmen haben, die überlegen, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu setzen oder zu kündigen, weil sie aufgrund der Energiekrise nicht mehr produzieren können oder sich das nicht mehr leisten können, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so sein, dass die fulminante Weihnachtsfeier feiern. Wir feiern es mit Wasser und Brot. Roman, was wissen wir vom Brot? Die Kornkammer Europas ist die Ukraine. Somit kommt das Brot natürlich woher? Genau, also ist mit Wasser und Brot feiern nichts mehr. Was der Österreicher noch kann, ist mit Wasser feiern, weil es der HC Gott sei Dank damals nicht verkauft hat an die schmutzfüßige Oligarchin, weil sonst hätten wir ja unser Wasser auch nicht mehr. Aber dafür hat ja dann sein Nachfolger das, wovon der HC im Suff gefaselt hat, macht und zwar wird der Land verkauft. Ne? Das nennt man dann System Kurz. Wisst ihr, warum die Araber kein Brot haben? Weil es kein Möhr haben. Weil es kein Möhr haben, genau. Wobei ich da natürlich sagen muss, ich habe ja unseren politisch stets versierten Kanzler einfach super gefunden, wo er jetzt ob eines Schiffes Flüssiggas aus einem politisch korrekten Land wie in den Arabischen Emiraten, wo ja keine Scharia, kein Steinigen, keine Todesstrafe herrscht, hingegangen ist und dem dortigen Emir schön mit der linken Hand, also die im arabischen Raum als die Körperhygienehand genutzt und etwas verböhnt ist, das Händchen getätschelt hat, ne? Und damit gleich einmal gezeigt hat, er ist ein Staatsmann mit Weltformat. Er hat nicht nur so tolle Sager wie ein Weizen statt Heizen. Er empfiehlt den eigenen Untertanen, die durch ihn Terror und offene Grenzen erleben, einfach einmal im Sinne des Van der Bellen Zähne zusammenbeißen, weil er lebt es ja jeden Tag. Und meint einfach, die Untertanen sollten Alkohol und Psychopharmaka nehmen. Ja, wie gesagt, er hat auch auf politischem Parkett wirklich was los. Er weiß, wie es geht. Da fühlt man sich als Untertan und Steuerzahler schon richtig gut aufgehoben. Kulturelle Aneignung. Ich will meine Höhle, ich will Kacke an die Wand spüren. Also wenn Corona jetzt doch schon auf dem Rad unterwegs ist, also in der Reichweite größer und so schneller ist, dann haben wir verloren. Also unglaublich, gell? Wir haben da jetzt ein Corona-Rad. Jetzt weiß ich, warum manche Radfahrer eine Maske tragen. Ja. Das ist das Rätsellösung. Thank you.
schon eine eigene Austria-Edition der Autos. Heute werden es nur Spritzen reinmachen. Und ein Gasschiff. Thank you.
In Zeiten der Corona-Pandemie wurde und jetzt die Gesichtsmaske für die Globalisten und den von ihnen gesteuerten Polit- und Medienkartell zum Symbol für den angeblich einfachsten und wirkungsvollsten Schutz vor einer Covid-Infektion. Nicht nur aus diesem Grund macht der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiter Druck, um wieder eine Maskenpflicht zumindest in Innenräumen einzuführen. Dabei wurden Untersuchungen völlig ignoriert, die zum Ergebnis kamen, dass die Zwangsgesichtsverhüllung keinerlei Einfluss auf die Anzahl positiver PCR-Tests hat. Das kann als Beleg dafür angesehen werden. Da, ein Schiff wird kommen. Abu Dhabi, vielleicht. Da. 21, siehst du das? Es ist quasi wie ein Schiff, es ist ein Hybrid zwischen Boot und Bus. Das nennt man Amphibienfahrzeug. Boah, der Hund hat schon wieder mit Fachausdrücken um sich. Das ist unglaublich. Ich hab mir gedacht, nachdem jetzt dann demnächst Halloween zelebriert wird, dass vielleicht die vielen Nachtschwärmer im stillen Augenblick, wenn sie sich eventuell auskotzen da an der Säule, ein bisschen was zum Lesen haben. Ne? Also die Grünen braucht beim Gendern machen eine Bürger- und Bürgerinnen-Sprechstunde. Die anderen 62 Geschlechter haben sie jetzt hoffentlich in dem Gender mit inkludiert. Ihr wisst ja divers und was da so alles gibt. Jedenfalls ist teures Öl oder gratis Sonne. Nachdem jetzt die Gewässler in Abu Dhabi waren, dort wahrscheinlich sogar ein Kopftüchel aufgesetzt hat, wegen der Frauenrechte und so, hätte ich gesagt, ist das recht spannend. Teures Öl oder gratis Sonne ist gar nicht die Frage. Es geht mehr um Flüssiggas, das mit einem Schiff mit hohem CO2-Wert und Meeresverschmutzung daherkommt und dann für teures Geld von Flüssiggas in gasförmig umgewandelt wird und nebenbei verharzt man die letzten Kohlen der Österreicher. Na, wer jetzt meint, dass man dann keinen Strompreis mehr zahlen muss, wenn man gratis Sonne nimmt, der ist schief gewickelt. Aber das Schöne ist, wir haben vorderseitig und rückseitig einmal mehr die tolle Corona-Geschichte, ne? Läuft. Hätte gesagt, Steuergeld richtig verwendet, alles gut gemacht. Na ja.